Ihr wisst ja, dass die Nummer 1 Strategie Europas, um den Ukraine-Krieg zu beenden, die eigene Wirtschaft zu zerstören ist oder zumindest sie so zu belasten, dass die Menschen es in Europa mehr als nur spüren. Und wir wissen auch alle mittlerweile, dass es da so viele Merkwürdigkeiten und Unstimmigkeiten gibt in dieser ganzen Energiepolitik mit Russlands, dass man sich da sowieso jeden Tag an den Kopf greifen muss. Und es ist ja das 6. Sanktionspaket verabschiedet worden, wo man gesagt hat, ja, man möchte jetzt überhaupt gar kein Öl mehr dann im Endeffekt aus Russland importieren und Gas dann auch weg. Und im Endeffekt möchte man mit Russland überhaupt nichts mehr zu tun haben wirtschaftlich. Ja, wie das auf Langzeit funktionieren will, ist sowieso eine komplett andere Frage. Aber was jetzt ans Tageslicht gekommen ist, das ist einfach an Absurdität mittlerweile schon gar nicht mehr zu überbieten. Da kann man nur noch lachen, da bleibt einem nichts mehr anderes übrig, wirklich, da kann man nur noch lachen, so blöd ist das. Und da reicht ja schon fast, sich allein die Schlagzeile durchzulesen, das sagt ja schon genug aus. Megadeals, Indien kauft russisches Öl und verkauft es teuer nach Europa. Na, wer hätte sich denn das gedacht, dass die Marktlücke dann einfach schamlos ausgenutzt wird und dass wir im Endeffekt russisches Öl einfach über drei Ecken kaufen, nur dass wir dann noch mehr bezahlen und andere Länder davon profitieren. Ach, ach, was für eine effektive Sanktionspolitik. Und da finde ich es ja dann noch viel, viel besser, dass wir dank dieser sinnvollen und effektiven Politik leiden dürfen in Europa. Ach, ist das nicht herrlich. Indien hat nämlich seit Beginn des Krieges 62 Millionen Barrel Öl gekauft und das ist dreimal so viel wie im Vorjahr. Ja, da fängt man auch dann an zu munkeln. Wofür braucht denn Indien auf einmal dieses ganze Öl? Vielleicht etwa, um es zu raffinieren und dann weiter zu verkaufen? Man munkelt, man munkelt, man munkelt. Indien flutet jetzt also die Welt mit Benzin und Diesel. Allein in den letzten 5 Monaten ist der Export aus Indien um 15% gestiegen und im Quartalsvergleich zeigt sich in die EU um über ein Drittel und in die USA über 43%. Und das soll so funktionieren und ich zitiere dafür ganz kurz den Artikel. Zu einem konkreten Öltank aus Indien sagte ein US-amerikanischer Energieanalyst dem Wall Street Journal, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass die indische Firma das russische Öl mit einem Rabatt gekauft, es raffiniert und das Endprodukt dann im Rahmen eines kurzfristigen Vertrags an einen Käufer in den Vereinigten Staaten verkauft habe. Und jetzt frage ich mich natürlich ganz naiv, ist das jetzt das Ziel der Sanktionsmaßnahmen? Dass wir einfach nicht mehr direkt aus Russland kaufen, sondern einfach indirekt über drei Ecken, weil dann ist es ja nicht mehr direkt aus Russland, sondern nur noch indirekt. Ja, das sind natürlich Fragen über Fragen, aber so werden wir alle für blöd verkauft. Und bei uns, da steigen die Energiepreise, aber wen interessiert das schon? Hauptsache, man kann nach außen hin das Bild weiterhin wahren, Sanktionen gegen Russland. Wir kaufen, wie gesagt, die Energie halt dann trotzdem, nur halt indirekt. Tja, so läuft's in der Welt. Aktionismus und Ideologie beherrschen unsere Politik, im Kleinen wie im Großen. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Schreibt mir noch in die Kommentare, habt ihr so etwas kommen sehen? Oder seid ihr froh, dass wir wenigstens nicht mehr direkt aus Russland kaufen, weil dieses Öl ist natürlich ein böses Öl. Wenn es allerdings über Indien kommt, dann ist es ein gutes Öl. Schreibt es mir in die Kommentare. Schaut noch auf Telegram vorbei. Ganz wichtig für richtig freie Meinungsäußerung. Abonniert noch den Kanal und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Ihr wisst ja, dass in Europa die Strategie Nummer 1 um den Euro... Alter.